Hallo ihr Lieben, zu einem neuen Vlog und zwar einem Urlaubsvlog, denn für mich geht es jetzt zum Flughafen und ich fliege jetzt 2 Wochen nach Griechenland auf die Insel Kos und ich dachte mir, ich nehme euch ein bisschen mit und würde sagen, wir starten mit dem Vlog und schauen mal, was es wird. Let's go! Wir sind jetzt angekommen, sind im Bus und fahren jetzt zum Hotel und dann machen wir die wieder rollen. Schon den nächsten Abend. Wir sind gestern Abend relativ spät hier angekommen und waren dann mega kaputt. Wir sind nur noch schnell Abendbrot essen gegangen, haben noch was getrunken und haben dann Koffer ausgepackt und sind schlafen gegangen. Aber heute haben wir dann den Vormittag erstmal die ganze Anlage erkundet, weil wir hier auf jeden Fall wieder eine große Parkanlage haben. Ich versuche euch im Laufe der 2 Wochen, die ich hier bin, ein paar Sachen abzufilmen. Aber ich glaube, alles kriege ich überhaupt nicht auf Kamera, weil das wieder so eine Riesenanlage ist. Und wir sind auch direkt am Strand. Wir haben einen hoteleigenen Strand. Und ja, sind auf jeden Fall mega happy. Und ja, haben heute schon gut den Tag entspannt. Ich habe auch schon ein Buch gelesen und beendet. Und zwar Sternschnuppengeflüster. Das war eine richtig süße Geschichte eigentlich. Da geht es auch um 3 Mädels. Die versuchen in ihren Sommerferien ihre Wünsche zu erfüllen und ja, war auf jeden Fall ganz cute. Und jetzt schaue ich mal, was ich als nächstes lesen werde. Ich konnte mich auch nicht zurückhalten, am Flughafen noch ein Buch zu kaufen, obwohl ich schon genug dabei hatte. Aber ja, unser Zimmer werde ich euch auch noch abfilmen, aber das mache ich morgen bei Tageslicht. Und ja, wir haben ja ein Riesenzimmer, also ich weiß nicht, warum wir so ein großes Zimmer haben, aber wir wollen uns nicht beschweren. Auf jeden Fall haben wir 4 Betten für 2 Personen, aber was soll's. Jetzt werden wir noch den Abend schön verbringen und ich melde mich einfach irgendwann wieder, wenn es dann mal was zu vloggen gibt. Also vorab schon mal, ich bin wirklich hier, um 2 Wochen absolut nur zu entspannen, zu lesen und runterzukommen. Also erwartet hier nicht so krasse Sachen oder so und deswegen, ja. Wird ja wahrscheinlich auch nicht so viel kommen, aber wenn wir mal einen Ausflug machen, dann nehme ich auf jeden Fall die Kamera mit. Guten Morgen! Wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht und wollen jetzt direkt mal nach Kos in die Innenstadt quasi. Die ist bloß 2 Kilometer entfernt von hier und da wollen wir jetzt hin und schauen mal, ob wir auch einen Bus kriegen. Wenn nicht, können wir auch hinlaufen. Aber hier fährt direkt immer ein Bus vom Hotel dahin und ja. Das ist mein Outfit. Einfach eine kurze Hose und ein kurzes Top. Denn wir haben es sehr warm. Und ja, ich nehme meine Kamera mit. Vielleicht kann ich ein bisschen was vloggen. Und dann los geht's. Wir sind gerade zu Fuß unterwegs. Und wir haben nämlich so eine direkt so eine gerade Strecke. Die müsste da eigentlich direkt hinführen. Und dann schauen wir mal, wo wir landen. Also wir haben ja auf jeden Fall noch eine direkte gerade Strecke lang. Und schauen wir mal, wo wir hinkommen, ob wir da ankommen, wo wir hinwollen. Wir wollten schon ein bisschen shoppen, sind jetzt gerade am Hafen, ich denke mal es ist der Hafen und es ist so heiß, wir haben über 35 Grad oder so, aber ja, wir schauen jetzt uns hier noch ein bisschen um. So, auch wenn ich gerade total verschwitzt aussehe, weil wir gerade vom Strand kommen, wollte ich euch mal ganz kurz unser Zimmer zeigen. Denn das wurde gerade gemacht und deswegen sieht es ein kleines bisschen ordentlicher aus. Und ich dachte mir, ich zeige euch das mal ganz schnell.
Und ich versuche mich kurz zu halten. Wir kommen hier zur Tür rein, haben dann hier so einen kleinen Vorraum, wo wir unsere Koffer stehen haben. Und dann haben wir hier unser Badezimmer mit Badewanne und allem, was auf jeden Fall reicht. Und dann kommt man hier weiter. Dann haben wir hier einen Kleiderschrank. Wir haben hier zwei Betten, das unser Kleiderschrank ist. Denn in diesem Kleiderschrank hängen genau 10 solcher Bügel und das war's. Wir haben ja keine Fächer oder irgendwas, deswegen keine Ahnung. Dafür, dass es ein Vierbettzimmer ist, weiß ich nicht, wie alle ihre Klamotten ja so unterkriegen. Aber wir haben uns hier auf jeden Fall die zwei Betten hier genommen, weil warum auch immer haben wir eine Art Apartment bekommen. Und hier kommen wir nämlich weiter. Schreibtisch und zu unseren eigentlichen Betten, wo wir auch schlafen. Hier wurde richtig süß gemacht. Und ja, dann kommen wir schon hier raus auf unserem Balkon. Wir sind ganz unten und können auch hier raus und rein gehen. Und hier ist dann eben unser Balkon und das ist unsere Aussicht. Das ist das Hauptgebäude und dann gibt es hier noch ganz, ganz viele, also diese Anlage ist riesengroß, ganz viele Apartments und Suiten und sowas. Und das ist eben unser Ausblick, da hinten ist der Pool, der Strand ist direkt auch da. Also diese Anlage ist wirklich riesengroß, also ja, verläuft sich sehr, man hat dann noch zwei Pools, mehrere Bars und wir haben direkt einen hoteleigenen Strand. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, wir sind im Atlantis Hotel auf Kurs, ist direkt oben an der Spitze in Lambi. Und ja, das war unser Zimmer, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Und wir sehen uns später wieder. So, also hier kommt man raus und dann ist hier so eine Gartenanlage. We'll be right back.
wir sind gerade wieder zurückgekommen. Wir waren nochmal direkt in der Stadt am Hafen und in der Altstadt, haben uns da noch ein bisschen umgeschaut und waren dann jetzt gerade noch was trinken. Und ja, morgen nehme ich euch dann mit, wenn wir morgen Abend nach Zia fahren. Und dann werde ich da noch ein bisschen was vloggen. So, wir werden jetzt gleich mit dem Bus abgeholt und fahren dann nach Zia. Das ist eben ein Bergdorf. Und wir haben quasi gebucht Sunset in Zia. Also wir haben es jetzt auch erst um 5 oder schon um 5 und fahren dann heute ganz spät abends wieder nach Hause. Und werden uns dort mal ein bisschen umsehen, schauen, wie es dort aussieht. Und ich versuche ein bisschen zu vloggen. Aber ich möchte auch hauptsächlich meinen Urlaub genießen. Deswegen, ich werde wahrscheinlich auch nicht immer die Kamera rausholen. Aber ein bisschen was werde ich wahrscheinlich schon einfangen. Morgen. Wir werden jetzt gleich mit dem Bus abgeholt und dann geht es zum Hafen und dann fahren wir mit dem Schiff rüber in die Türkei nach Bodrum und da werden wir heute unseren Tag verbringen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen vloggen, aber ich schaue mal, was ich euch so zeigen kann. Und jetzt müssen wir los. So, am letzten Tag gebe ich euch mal ein Leseupdate, was ich alles gelesen habe. Irgendwie habe ich es zwischendurch ein bisschen verpeilt. Deswegen kurze Review jetzt.
Also die habe ich alle gelesen. Hier bin ich gerade noch dabei. Die zwei mochte ich am meisten. Die Reihe habe ich jetzt auch beendet. Da mochte ich den zweiten nicht ganz so. Er war ganz okay. Der dritte war wieder ein bisschen besser. Und ja, das war auch ganz okay. Das war auch ganz cute. Das hier habe ich nicht ganz verstanden. Aber ja, aber okay. Und hier, wie gesagt, bin ich ungefähr bei der, naja, mehr als der Hälfte. Und mag ich bis jetzt ganz gerne. Und diese drei Bücher hier habe ich nicht mehr geschafft. Also das habe ich mal angefangen, aber nur ein ganz kleines Stückchen. Aber habe ich da nicht mehr dazu gegriffen. Und die zwei Bücher werde ich zu Hause lesen. Und ja, so ist gerade der Stand der Dinge. So, wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause. Ich bin gestern ganz spät abends nach Hause gekommen und beziehungsweise eigentlich erst mitten in der Nacht. Und ja, bin jetzt gerade die ganze Zeit am Koffer auspacken und waschen und alles Mögliche machen. Und ja, das war mein kleiner Urlaubsvlog. Der war wahrscheinlich wieder ein bisschen durcheinander. Ich habe immer mal irgendwas gevloggt, aber hauptsächlich habe ich einfach meine 2 Wochen Urlaub absolut genossen und es war sehr, sehr schön. Und ja, damit will ich den Vlog jetzt auch beenden, auch wenn er, wie gesagt, wie immer wahrscheinlich so ein bisschen chaotisch ist, weil ich habe immer einfach mal so meine Kamera rausgenommen und irgendwas gevloggt. Und ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, weil ich habe zwar ein bisschen was noch vom Hotel gefilmt am letzten Tag, aber ja, wir waren ja im Atlantis Hotel und diese Anlage ist riesengroß. Also, das ist die komplette Hotelanlage und ja, wie man sieht, ist sie sehr, sehr groß gewesen. Und da konnte ich euch auch alles gar nicht auffangen, aber ein bisschen was habe ich gefilmt. Und ja, dann sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder. Und ja, jetzt muss ich erstmal wieder hier ankommen. Morgen geht es schon wieder gleich zur Arbeit. Und ja, dann sehen wir uns. Tschüss!